Verehrter lieber Volker Schlöndorff, liebe Filmfreunde, liebe Filmfreundinnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine ganz besondere Freude, Volker Schlöndorff heute im Kino des Deutschen Filmmuseums neuerlich begrüßen zu dürfen. Wir heißen dich sehr, sehr herzlich willkommen, und zwar nicht allein als großartigen Regisseur, sondern auch als Freund, Förderer, Unterstützer dieses Hauses, dem wir wahnsinnig viel zu verdanken haben. Und wir möchten diese Gelegenheit wahrnehmen, dir, lieber Volker, auch einmal von Herzen Dank zu sagen. Ja, meine Damen und Herren, Volker Schlöndorff ist sozusagen ein Freund der ersten Stunde. Bereits im kommunalen Kino, damals noch im Historischen Museum am Römerberg beheimatet, war er in den 70er Jahren ein oft und gern gesehener Gast. Im dortigen Kino, dem kommunalen Kino, stellte er seine Filme dem Publikum vor und bestritt, was damals zur Tagesordnung gehört, lebhafte Diskussionen. Auch bei der Eröffnung des Deutschen Filmmuseums im Juni 1984 hast du uns die Ehre gegeben, und du gehörtest auch zu denjenigen, die dann 1993 die drohende Schließung dieses Kinos mit Werf, Engagement und Überzeugungskraft verhindert haben. Wer es damals erlebt hat, das war eine Spardebatte, die mit Schließungsbeschlüssen einherging. Im Augenblick in der kulturpolitischen Debatte in Frankfurt reden wir von Nichtrealisierungen von geplanten Einrichtungen wie dem Romantikmuseum oder dem festen Standort für die fliegende Volksbühne von Michael Quast. Damals ging es um Schließungen, konkret um Zerstörung von kulturpolitisch nicht mehr erwünschter, aber kulturell bedeutsamer Infrastruktur. Und wir hoffen und wir werden für unseren Teil alles daran setzen, dass sich eine solche Spardiskussion in Frankfurt nicht wiederholt. Jedenfalls hast du, Volker, unter anderem mit auch gemeinsam mit Wim Wenders, damals noch Bernardo Bertolucci, Ingmar Bergman, verhindert, dass dieses Kino geschlossen worden ist. Und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und nicht nur in Frankfurt hast du dich für die Filmkultur eingesetzt, sondern auch in Wiesbaden, deiner Geburtsstadt, war es dein Plädoyer für das Kino Caligari, dass die Stadtoberen dazumalen dazu bewegt hat, zur aufwendigen Restaurierung. Ich war damals dabei, als du gesagt hast, das ist das schönste Kino Deutschlands und das gehört renoviert, restauriert und erhalten für zukünftige Generationen. Und dein Wort war sozusagen in Wiesbaden Befehl, Gott sei Dank. Denn dann das wunderschöne Caligari ist tatsächlich eines der schönsten in Deutschland. Und auch wir sind sehr glücklich, dass es so hervorragend restauriert worden ist, in einem wunderbar neuen Glanz erstrahlt. Und dort zeigen wir ja auch regelmäßig unser filmhistorisches Programm jede Woche oder demnächst wieder unser Festival Go East. 1991 dann bei Eröffnung der Ausstellung Abschied von gestern über den neuen deutschen Film, für die Hans-Peter, der gerade neben dir sitzt, Hans-Peter Reichmann und Rudolf Worschech, der nachher das Gespräch mit dir führen wird, die beiden waren als Kuratoren damals tätig. Bei dieser Gelegenheit der Eröffnung der Ausstellung zum neuen deutschen Film hat Volker Schlöndorff noch seiner Verwunderung und einem leichten Unbehagen Ausdruck gegeben, nämlich dass er es merkwürdig fand, mit seiner Arbeit sozusagen schon museumsreif zu sein. Wir konnten ihn damals bei einer ziemlich lustigen Feier dann davon überzeugen, dass der Begriff des Museums vieles, unter anderem auch viel Spaß und viel Unterhaltung beinhaltet. Ja, und seit Juni 1992, also ein Jahr später, befindet sich dein Privatarchiv mit den gesamten Unterlagen zu deinen Filmen und Projekten in unserem Archiv.
Was denke ich nicht allein der freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dir und Hans-Peter Reichmann zu verdanken ist, der ist ganz viel zu verdanken, sondern womöglich aber auch eben der Einsicht, dass Artefakte des Filmproduktionsprozesses konservatorischer Obhut bedürfen und Museen der richtige Ort dafür sind. Du hast später dieses Archiv als dein Gedächtnis und Frankfurt als den richtigen Platz dafür bezeichnet. Auch dafür danken wir dir, weil das deutschlandweit wahrgenommen worden ist. Und das ist im Vergleich zu Berlin immer ganz gut, wenn man das dann mal hört. Es folgte 1996 die Einzelausstellung über dein Werk, die auf deiner von uns gehüteten Sammlung basiert. Du kamst dann noch häufig zu Ausstellungseröffnungen, Podiumsdiskussionen oder Filmgesprächen wie heute Abend. Auf deine Unterstützung und deine Präsenz konnten und können wir immer bauen. Auch zum Beispiel bei der Unterstützungskampagne für den Umbau dieses Hauses. Und wenn du anreist, jedenfalls hat das Hans-Peter so geschildert, hast du immer was im Gepäck, sei es die originale Blechtrommel, die du im Kofferraum deines BMW mitbrachtest, sei es ein Umschlag mit Fotografien und Dokumenten oder gar ein Samsonite-Koffer gefüllt mit Treatments, Drehbüchern und Videokassetten. Nur eine Sache, so leid es mir tut, haben wir noch nicht geschafft, und zwar die Oscar-Statue für die Blechtrommel ins Museum zu holen. Hier stehen noch andere davor. Volker Schlöndorff jedenfalls, so haben wir ihn gerne verstanden, hätte eigentlich nichts dagegen. Und was nicht sein kann, oder nein, was nicht ist, kann ja noch werden. Heute also ist Volker Schlöndorff hier, um über diesen Oscar, den wir noch nicht haben, zu sprechen. Das Erlebnis der Preisverleihungszeremonie in Los Angeles, die Auswirkungen auf seine weitere Arbeit, das Phänomen Oscar ganz allgemein. Zitat: Wenn einer den Oscar kriegt, heißt das noch lange nicht, dass er ein Künstler ist, hat Volker Schlöndorff einmal gesagt. Nötig hattest du, lieber Volker, den Oscar nicht, damit die Welt deine überragende künstlerische Leistung erkenne. Aber andererseits, so ein Oscar schadet ja auch nichts. Viel Vergnügen wünsche ich uns allen beim heutigen Abend. Wir danken der Gallo Winery, die Ihnen vor dem Kino ihren guten Wein spendiert hat. Aha, kam gut an. Der Dank geht auch an das Mainplaza Hotel und an Škoda Auto Deutschland für die Unterstützung der Veranstaltung. Und das Foto, das wir hier gerade sehen, hat dein damaliger Produzent, einer deiner damaligen Produzenten, nämlich Eberhard Junkersdorf, Klammer auf rechts, Klammer zu, mit zur Oscar-Ausstellungseröffnung gebracht, als ein kleines Geschenk, weil das wohl nicht nur für dich, sondern eben auch für Eberhard Junkersdorf ein ganz besonderer Moment war. Und über diesen Moment sprechen jetzt Rudolf Worschelch, der Redaktionsleiter von EFD Film, und Volker Schlöndorff. Viel Vergnügen. Guten Abend, vielen Dank, Claudia, für die Einführung, Hans-Peter, für die Einladung, dem ganzen Team der Oscar-Ausstellung, die ich mir angeschaut habe, die sehr beeindruckend ist. Beeindruckend vor allen Dingen, dass sie hier in Frankfurt ist, dass sie überhaupt in Deutschland ist, dass die ihre gehüteten Schätze da aus Los Angeles freigegeben haben zum ersten Mal auf einer Auslandsreise und dann gleich hier zu uns. Das beweist, dass das Filmmuseum und das DIF einiges an Charme und Überzeugungskraft aufzuweisen haben. Denn das ist keine Selbstverständlichkeit. Darf ich noch was sagen? Gerne. Nimmt ihn gleich weg. Muss ich nichts sagen. Eigentlich soll er mir ja Fragen stellen, aber das ist das Intro. Exposition.
Was ich überraschend fand, war eben die Gründung dieser Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, wie es heißt, dass also 1926, zur Gründung 27, Leute sich zusammengetan haben, die in Los Angeles, in Kalifornien, die ihren Beruf so sehr liebten, dass sie gesagt haben, es wäre doch schön, wenn wir jedes Jahr den Besten unsere Anerkennung aussprechen würden. Also zu einer Zeit, als es überhaupt keine Filmpreise gab, auch keine Filmfestivals gab, was inzwischen ist ja inflationär geworden an Preisen, vor allen Dingen, die ich mir immer noch einhole. Nein, es hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil das beweist, sind hier in Frankfurt, ja, Handwerk, Meistersinger, Zünfte früher, die ab und zu die Besten in ihren Reihen auszeichnen. Da kommt der Oscar her. Und deshalb überlebt er auch diese ganze Werberummel, der um ihn veranstaltet wird, weil es im Grunde zunächst mal eine zünftige Veranstaltung ist. Apropos Preise. Ich kann mich auch noch gut an die Situation erinnern, 1991, als wir, oder 90, glaube ich, war das schon, 91 war die Ausstellung, als wir bei Eberhard Junkersdorf und bei Ihnen waren. Und da war auch schon die Frage, wo ist denn eigentlich der Oscar? Das wurde ja von Claudia Dillmann auch nicht so wirklich beantwortet. Deswegen meine erste Frage, wo ist er denn, der Oscar, und wie oft wird er geputzt, gewissermaßen? Der Oscar ist da, wo er nach den Statuten sein soll, nämlich bei den Produzenten. Das war er damals auch. Und bei den amerikanischen Filmen sieht man ja auch hier oben wunderbar in den Ausschnitten, dann der Gewinner ist The Apartment von Billy Wilder. Und dann kommt ein Produzent, weiß nicht, wer es war, mehr Sam Spiegel oder Loraski oder jemand, auf die Bühne und nimmt den Oscar in Empfang. Als der beste fremdsprachige Film-Oscar eingeführt wurde, war das auch so. Dann reiste also irgendein vollkommen unbekannter Produzent aus Japan, Italien, Spanien oder Frankreich an und nahm den in Empfang, und das war irgendwie für die Presse unbefriedigend. Denn man wusste ja, der Film war doch aber von Federico Fellini, der Film war von Ingmar Bergman, der Film war von Kurosawa. Warum sieht man die denn nicht mal? Und dann wurde also die Regel neu gefasst. Der Regisseur darf den Oscar in Empfang nehmen und muss ihn dann unten an der Treppe an den Produzenten weiterreichen. Und so ist es auch mit meinem Oscar geschehen. Der steht bei dem wunderbaren, ich hatte zwei Produzenten, ein Junkersdorf und Franz Seitz, ein damals noch die sogenannten Altproduzenten, und es war eine wunderbare Zusammenarbeit. Da hatte ich auch schon meinen ersten Film, den jungen Turles, den Mut gehabt zu produzieren. Und ich war immer stolz, dass der da bei ihm steht. Steht er ja gut im Büro. Aber inzwischen gibt's die Firma fast nicht mehr, und ich glaube doch, dass die Erben einsehen werden, dass das gute Stück nach Frankfurt gehört. Na, hoffentlich. Und dann bleiben wir doch mal bei diesem 15.04.1980, dem Tag der Oscarverleihung im Jahr 1980. Ich habe mal im Netz geguckt, wer so ihre Konkurrenten für den besten nicht englischsprachigen Film waren. Das waren immerhin Claude Sautet, André Vaida, Carlos Saura und ein gewisser Regisseur namens Franco Busati, der, glaube ich, der Favorit war mit Vergiss Venedig, wenn ich das recht mitbekommen habe. Deswegen, wie waren Sie denn eingestellt auf Sieg oder Niederlage? Ja, ich bin immer auf Sieg eingestellt.
Nein, ich hatte ein gutes Gefühl, weil der Film hatte ja nun immerhin schon die Goldene Palme in Cannes gewonnen, eine halbe Goldene Palme geteilt mit Apokalypse. Apocalypse Now von Coppola, und geteilte Freude ist doppelte Freude. Also ich hatte da überhaupt kein Problem mit. Und damals war noch die Zeit, wo auch eine halbe Palme in Cannes für uns mehr wert war, also gefühlsmäßig, als ein Oscar in Hollywood. Der Oscar, das ist ja doch mehr so das kommerzielle amerikanische Kino, und dann gibt es dieses Feigenblatt für den besten nicht englischsprachigen Film. Was ist das ja? Lotterie aus 10.000 Filmen, die auf der Welt in dem Jahr gedreht werden, oder 1.000, ist dann einer der Beste. Also ich war locker, ich habe damit gerechnet, innerlich. Ich habe mir aber keine Rede Ah, vorbereitet, das wäre und jetzt meine das ist nächste immer Frage ein großer gewesen. Fehler. Die Dankesrede im Koffer gab es nicht. Ich habe mal gelesen, Sie sind sogar mit dem Auto nach Los Angeles gefahren. Naja, wenn schon nach Amerika, ist ja schon, also nicht über den Atlantik, aber immerhin dann doch mal die Gelegenheit nutzen und mit Margarete von Trotta und ihrem Sohn Felix, der war glaube ich 12, da durch Amerika zu fahren, das ist das dann doch schon wert, ja. Man auch das Gefühl anzukommen. Nein, mir war vollkommen klar, wenn das hinhaut, dann ist das ein besonderes Ereignis für mich. Denn ich bin ja nicht nur gerne im Filmmuseum Frankfurt, sondern ich bin überhaupt im Filmmuseum aufgewachsen. Ich habe mir in der Kinémathèque in Paris praktisch das Filmemachen durch Anschauen von alten Filmen an beigebracht. Und das war also Ende der 50er Jahre. In dem allabendlichen Programm von drei Filmen war natürlich beinahe noch die Hälfte Stummfilme zu der Zeit. Und von dieser Hälfte Stummfilme wiederum fast die Hälfte deutsche Filme. Und das war eben unglaublich beeindruckend zu sehen, was für eine Filmnation wir mal da gewesen sind. Und bin sonst nicht so patriotisch veranlagt, lokalpatriotisch schon sehr, ja, also Hesse vorn. Aber nein, sonst nicht gerade ein Nationalist, aber das war so beeindruckend, und das hat mich motiviert, wirklich. Also, wenn das damals möglich war, muss es uns doch auch gelingen, in Deutschland wieder Filme zu machen. Und vielen anderen ist es ja so gegangen wie mir, Wenders, Herzog, Fleischmann und so weiter. Sehr viel durch den Besuch der Filmmuseen und dem Sehen der alten Filme. Und nun waren ja viele der Leute, die diese Filme gemacht hatten, lebten noch und waren bei der Oscarverleihung da im Saal. Ja, die ganze Kolonie der Emigranten, und die sich auch ganz besonders für den nicht englischsprachigen Film interessiert haben. Also sozusagen da jetzt hinzukommen, das war für mich was Besonderes. Und nach Amerika zu kommen und Hollywood, gut, das ist sowieso für jeden Filmemacher irgendwie immer die große Angelegenheit. Und nun handelt der Film auch noch vom Zweiten Weltkrieg und zeigte in Aznavour sozusagen stellvertretend einen der verfolgten Juden, von denen in dem Publikum von, weiß nicht, 3.000 waren das damals noch, der kleinere Saal, waren wahrscheinlich 2.500. Ja. Also das war eine zweite Ebene, das nun auch noch mit diesem Film dahin zu kommen. Naja, und insofern war es schon sehr, sehr aufregend. Sie haben Es ja, wäre, also es war gerade deshalb so aufregend, weil ich damit gerechnet habe, dass ich gewinne. Also es war nicht der Gewinn, sondern es war die Tatsache, da zu sein vor diesem Publikum. Davor habe ich mir in die Hose gemacht.
Ihre Dankesrede kann man ja leider im Unterschied zu vielen anderen Dankesreden bei der Oscarverleihung nicht auf YouTube nachgucken. Ich habe es probiert. Sie haben, glaube ich, an die quasi deutsche Tradition in Hollywood zu erinnern versucht. Das ist aber durchaus kontrovers seinerzeit aufgefasst worden. Nein, ich hätte diese Rede schreiben und auswendig lernen sollen. Ich wusste ja, ich will mich bedanken, ich will eine Anerkennung, eine Hommage machen an diejenigen, die da noch im Saal waren, wie Billy Wilder, wie Walter Reich, wie Paul Kohner, andere, die ich noch gut gekannt habe, wie Fritz Lang und Josef von Sternberg. Und so ungefähr, ich wollte sagen, wenn ich heute hier bin, dann ist das wegen euch. Ja, sowas muss man gut ausdrücken, damit man nicht missverstanden wird. Ich fing also an, das ist also der erste Oscar nach dem Zweiten Weltkrieg, aus Gründen, die wir gut kennen, für einen deutschen Film. Was ich sagen wollte war, dass, und das war der nächste Satz, aber den hat niemand mehr gehört, ein solches Geheul ging los im Saal, weil ja die Talente nicht mehr in Deutschland waren, weil sie vertrieben worden waren, weil sie hier in Hollywood gearbeitet haben, Fritz Lang, Murnau und so weiter. Was das Publikum verstanden hat und wo man heute offen drüber sprechen kann, war, dass die Hollywood-Gemeinde dafür gesorgt hat, dass kein Film an Deutschland geht, wegen den Nazis, zur Strafe immer noch bis jetzt. Und das war nun, also wurde 1979 dann die Regel gelockert. Also im selben Moment, wo Amerika mir die Tür aufgemacht hat, habe ich sie mit einem lauten Knall zugeschlagen. Das war's dann. Das war am nächsten Morgen in der Johnny Carson Show und das war, ich weiß nicht, wo kommt da dieser Deutsche und will uns eine Lektion erteilen. Ja, so kann's passieren. Meine Karriere ist trotzdem weitergegangen. Jetzt müssen Sie vielleicht noch ein kleines Wort dazu sagen, was man so fühlt, wenn man dann hört, and the Oscar goes to. Ich glaube, in Ihrem Fall wird ja nicht mal der Filmtitel wurde der Filmtitel. Ja, ich habe natürlich gedacht, jetzt kommt die Blechtrommel, ja, oder the Tim Drum, das hätte ich noch verstanden. Aber stattdessen kam die Oscar goes to Federal Republic of, jetzt habe ich mir gefragt, was sind wir denn eigentlich? Sind wir die Demokratische oder die Föderale oder welche Republik sind wir? Und dann, war das, ja, es ist ein Hochgefühl, das wird jeder immer wieder sagen. Ja, es ist etwas, wo man sich durch festlegen lassen kann oder nicht. Ja. Aber wenn man so sagt, lass mir die Kirche im Dorf, okay, du hast jetzt da dieser Film oder deine Arbeit oder die Arbeit von all den Leuten, die da mitgearbeitet haben und wahrscheinlich hauptsächlich die Präsenz von dem David Bennett in der Rolle des Oscar, hat nun da das Oscar, hat nun dazu geführt, dass es auch noch einen Oscar bekommen hat. Ja, das hätte ja genügt als Dankesrede, ein Wortspiel darüber zu machen. Ja. Aber du bist doch immer noch derselbe und du weißt doch, wie der Film entstanden ist. Also ich habe, mein Temperament ist da eher, wenn sowas passiert, zurückzuschrauben. Und ich hatte auch noch einen wunderbaren dritten Produzent hier, das waren die beiden Deutschen, aber der Hauptproduzent war ein Franzose, Anatole Daumont, dem ich auch viele andere Filme gemacht habe, auch Wim Wenders und viele andere. Der hat mir schon, als ich in Cannes die Palme bekam, gesagt, da wurde gerade die Ankündigung, hat er gerade noch Zeit gehabt, mir zu sagen, mein armer Freund, von jetzt an wirst du schrecklich leiden. Und dann sagte er, und jetzt hast du noch den Oscar, jetzt wirst du doppelt leiden. Ich habe überhaupt nie darunter gelitten. Also ich schwöre es, man könnte natürlich sagen, ja, wann war das? Der Oscar vor 30, ich weiß gar nicht, ist schon 30 Jahre, ich rechne nicht mehr, bin zu alt. Ja, was hat der Mann denn seitdem gemacht?
Das sagt man immer noch, der mit der Blechtrommel hat denn die ganzen 30 Jahre nur davon gelebt. Also ich kann schon verstehen, warum manche Leute meinen, sie wären jetzt unglücklich. Ich habe das nicht wirklich so empfunden und habe auch eben diese Tür ja zwar unbewusst zugeschlagen, aber feste zugeschlagen. Dann kam noch ein Angebot von Spielberg, der dann auch Produzent war, was ich nicht angenommen habe, weil ich habe gedacht, na, jetzt habe ich den Oscar, jetzt kann ich ja zu Hause machen, was ich will. Jetzt bin ich ja jemand. Jetzt muss ich ja gar nicht mehr nach Hollywood gehen. Ja. Das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen. Was hat denn der Oscar für Sie jetzt persönlich gebracht, für Ihre Karriere, für den deutschen Film? Sicherlich einiges. Das war ja so ein quasi Entree. Vor allen Dingen Kurzfilme sind ja danach mit dem Oscar ausgezeichnet worden. Schwarzfahrer von Pepe Dankwart. Aber Sie haben ja dann nicht in den USA erstmal weitergemacht, sondern die Fälschung gedreht und Ihre amerikanischen Filme. Das war ja der zweite Schritt. Also hat er was gebracht, der Oscar? Na, dass ich am grünen Donnerstag in Frankfurt hier stehe. Das ehrt uns. Ja, das ist nicht messbar. Ob das, natürlich hat es dem Film in Amerika zum Erfolg verholfen und einem Regisseur geht es immer gut, wenn er einen Erfolg gehabt hat, weil dann bestehen Chancen, dass der nächste Film gemacht wird. Und das ist also einfach eine riesige Hilfe. Und jetzt im Nachhinein ist die Palme in Cannes, außer in Frankreich, wird das noch hoch gehandelt, ist eigentlich verblasst. Und man hat halt dieses Etikett und zur Zeit der Markenartikel, Sie wissen ja, wir haben doch jeder irgendwo hier, die Jacke ist von sowieso und das ist von so. Naja, und so habe ich halt den Oscar-Stempel, den Blechtrommel-Stempel. Das ist schon eine sehr, sehr gute Sache. Und indirekt hat der Oscar mir dann auch doch noch zu einer Karriere in Amerika verholfen, denn ich bekam ein paar Jahre später, trotz meiner missverstandenen Bemerkungen, eine Einladung von Dustin Hoffmann, um über den Tod des Handlungsreisenden zu sprechen und ob ich das machen wollte. Und wir haben darüber gesprochen, haben uns sehr gut verstanden. Und nach einer Stunde sagte er übrigens also Kompliment für Mephisto. Und dann habe ich gesagt, dass den Mephisto, das ist ein ungarischer Filmemacher, István Csábor, ich habe auch einen Oscar bekommen, aber für die Tin Drum, die Blechdrum, sagt, ah, das werde ich mir anschauen dann, ja, tut mir leid. Also hat ein anderer Oscar mir dann die Tür nach Amerika wieder aufgemacht, die Blechtrommel zugemacht hatte. Man könnte das ja auch andersrum fragen. Ist so ein Oscar, ich meine, die Blechtrommel ist auch wirklich ein exorbitanter Film. Ist jetzt dieser Film ausgezeichnet mit dem Oscar, dem ersten Oscar für einen deutschen Film, nicht auch so etwas wie eine Bürde? Wird man da nicht daran gemessen gewissermaßen? Also nicht, dass man jetzt laufend Oscars bekommen müsste, aber eben an dem Werk die Blechtrommel. Naja, der Billy Wilder hatte auf seinem Regal 6 Oscars stehen und hat sie mir so gezeigt. Und dann setzt er sich an den Schreibtisch und sagt dann, naja, wäre schon schön, wenn noch einer dazu käme, oder? 7 wäre doch besser, ja. Also, mir war das vollkommen klar, da kommt einer und nie wieder einer, denn ein Stoff wie die Blechtrommel und die ganzen Umstände, das ist eine einmalige Sache. Das haben wir sogar gespürt, als wir angefangen haben, den Film zu drehen. Das war damals für deutsche Verhältnisse ein sehr, sehr aufwendiger Film und wir haben 2 Jahre lang daran gearbeitet, das alles zusammenzubekommen und wie man es überhaupt machen kann und dann noch den David Bennett gefunden und wir wussten, also wir stehen unter einem gewissen Erfolgsdruck. Erstmal, weil die Berühmtheit des Buches ist, das wäre ja schändlich, wenn man da nicht auf der Höhe ist in irgendeiner Weise und deshalb, als wir es dann erreicht haben, den Oscar, konnten wir eigentlich nur sagen, ja, das ist ja, was wir angestrebt haben. Es
Klingt vollkommen vermessen, aber ein bisschen was Vermessenes muss dazu gehören. Ich habe sogar am Tag vor Drehbeginn, als wir mit dem Team zusammenstaßen und angestoßen haben auf das Gelingen des Films, habe ich gesagt, Leute, wenn wir nicht entweder die Palme in Cannes oder den Oscar in Hollywood gewinnen, dann ist unsere ganze Arbeit umsonst gewesen. Also strengt euch an. Aber der Oscar hatte doch damals, also hier bei uns, das habe ich ja auch noch miterlebt, nicht die Wertigkeit oder diesen ganzen Hype, den der heute hatte. Also man hat es dann am Montagmorgen im Radio gehört und am Dienstag dann in seiner Tageszeitung gelesen. Aber so der Verlauf des Filmjahres zum Oscar hin, das hat es doch damals eh nicht so gegeben. Nein, das war, was ich vorhin sagte, für uns die höchste Anerkennung war die Palme in Cannes. Mhm. Ganz, also nicht nur, weil ich in Frankreich aufgewachsen bin und da sehr nah bin, aber das war einfach unbestritten Europa die höchste Auszeichnung für einen Film. Auch deshalb, weil sie vergeben wurde von einem Jury von anerkannten Leuten, ja, also da wurden wirklich wieder im Sinne von der Zunft ausgezeichnet. Dass der Oscar sich inzwischen so verselbstständigt hat wie alle Markenartikel, das ist wieder was anderes, das gehört zur Globalisierung, jetzt gibt es eben nur noch das. Die höchste Anerkennung für alle, bester Film, bester Schauspieler, bestes Drehbuch, beste Regie, nach wie vor, denn diese 10.000 Leute ungefähr, die da abstimmen und die ja alle in dem Beruf tätig sind, das hat etwas von einer Zunft, die ihre Besten auszeichnet. Da kommen noch Geschmack und alles Mögliche dazu. Aber es ist ein bisschen so wie das, was Billy Wilder vom Publikum gesagt hat. Ja, jeder Einzelne ein Idiot, alle zusammen ein Genie. insofern ist diese Abstimmung für die eigentlichen Oscars ist schon etwas, was man respektieren muss und was sehr viel Zeitgeist auch spiegelt. Ja, man sieht es ja, wenn wir so oben durch die Ausstellungen gehen, da werden schon immer auch Themen angesprochen. Das ist nicht nur Unterhaltung, da ist immer was drin. Da ist natürlich nach dem Ersten Weltkrieg im Westen nichts Neues und verschiedene andere Kriegsfilme. Dann ist nach dem Zweiten Weltkrieg die Filme, dann sind nach dem Vietnamkrieg natürlich Apocalypse und Platoon. Da ist aber auch Anfang der 60er Jahren, als Anfang sehr, sehr viele Scheidungen zu geben, ist auf einmal Kramer versus Kramer und so weiter. Also da sind natürlich auch Liebesgeschichten und Komödien, aber insgesamt kommt da schon was zusammen. Was ich sagen will, ist dieser merkwürdige Preis für den besten nicht englischsprachigen Film. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist ja nicht der beste nicht amerikanische Film, ja. Foreign Language Picture, der beste fremdsprachige Film. Über den stimmen doch auch nicht alle Academy-Mitglieder ab, ne? Da stimmen irgendwo zwischen 80 und 120 Leute drüber ab. Und nämlich nicht die einzigen, die sich für Foreign Language Picture in Hollywood interessieren. Das sind die Filme mit dem Kleingeschriebenen unten drunter. Das ist ja nicht so populär da, nie gewesen. Und auch in den letzten Jahren durch die Globalisierung mehr geworden, weil man auf einmal eine Aufmerksamkeit hat. Also weiß jetzt nicht mehr, wo ich hin wollte. Ich wollte nur sagen, was dieser Preis eigentlich ist und inwiefern dieser Preis doch immer ein bisschen ein Zufallspreis ist im Verhältnis zu dem von einer Jury vergebenen Preis, egal in Cannes, in Venedig oder in Berlin oder wie auch immer. Es könnten ja auch, also nicht englischsprachige Filme ganz normal als bester Film nominiert werden. Das ist ja möglich. Also der muss nur, aber sonst ja werden da europäische Filme ja eigentlich selten nominiert. La Vita e Bella war so eine Ausnahme in diesem Jahr. Amour, genau. Genau, aber es ist erst in letzter Zeit. Wie erklären Sie sich, wenn Sie so die Geschichte der Oscars verfolgen, dass das erst jetzt gekommen ist und nicht früher? Was hat Amerika, was europäische Filme nicht haben?
Die amerikanischen Filme sind selbst nicht mehr amerikanisch. Ja. Ja, also das Howard Hawks, John Ford, nennen sie die Orson Welles, die großen amerikanischen Regisseure, das waren durch und durch Amerikaner. Im Zeichen der Globalisierung ist Hollywood nur noch ein Ort, wo Filme hergestellt werden. Und da arbeiten, ich würde mal geschätzt sagen, mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte, Leute aus Asien, aus Europa, aus überall aus der Welt. Und die amerikanischen Filme sind auch nicht mehr in dem Sinne vom Inhalt her so amerikanisch. Und deshalb sind die Grenzen auch jetzt zu dem nicht englischsprachigen oder zu dem fremdsprachigen Film, das ist alles fließend geworden. Und es ist aber trotzdem also eine ganz, ganz tolle Leistung, dass Hanekes Film Amour dafür nicht nur besten Film, alle möglichen anderen Kategorien nominiert worden war. Das ist vorher einmal bei einem Bergmann-Film passiert, das ist bei La Vita e Bella passiert und das ist es auch, ja, von... Aber was sagen Sie sonst so zu den Preisen, wenn wir gerade dabei sind in diesem Jahr, Argo? Ach, kann ich nicht so mitreden, so ein guter Actionfilm, ja, oder eine gute nachgestellte Reportage. Aber ist etwas ganz klar Zeitgeist, ja. Das Afghanistan, Iran, das zerreißt die amerikanische Gesellschaft ganz anders als uns, ja. Das ist zwar nicht Vietnamkrieg, aber es ist doch dort unglaublich präsent, auch durch das Engagement der Truppen der amerikanischen und die zahlenmäßig ganz anders sind, als was die Europäer da als Feigenblatt dazu tun. Das geht also quer in durch die amerikanische Gesellschaft und auch die Bedrohung in Amerika und sich bedroht zu fühlen und gleichzeitig das Gefühl zu haben, wir sind verantwortlich für den Frieden auf der Welt. Niemand hat ihnen das abverlangt, aber den Mantel haben sie sich selbst angezogen. Und das wird dann auch zu einer self-fulfilling prophecy. Das ist dann auch eine Rolle, der man nicht so schnell entgeht. Und da ist es dann nicht überraschend, dass dann auf einmal so ein Film wie Argo den Oscar bekommt. Denn das ist wiederum, das ist, was in den Köpfen dieser 10.000 Filmschaffenden spukt. Mehr als Kunst. Der Dokumentarfilm war auch klasse. Searching for Sugar Man war das, also das ist eine super Entscheidung, ja. Vielleicht noch so zum Schluss ein paar Worte zu dem Film, den Sie jetzt sehen werden, die Blechtrommel. Der Roman ist ja schon 1959 erschienen, er galt als unverfilmbar, es wurden viele andere Namen im Vorfeld gehandelt. Wie sind Sie in dieses Projekt reingekommen? Also dazu zwei Sachen. Das eine ist der Film, der den Oscar bekommen hat, und der andere ist der Film, den Sie jetzt sehen werden. Nicht dasselbe. Ich erkläre gleich, warum. Wie ich dazu gekommen bin, ja, ich hatte für diesen wunderbaren Produzenten Franz Seitz, der so damals in 50er Jahren zu dem deutschen Unterhaltungskino zählte, so Schwarz-Weiß-Rotes Himmelbett und die ganzen Lümmelfilme und Lausbubengeschichten. Aber auch, der immer einen großen Sinn für Literatur hatte, auch immer wieder auch selbst hingelangt hat. Und der hatte meinen ersten Film, den jungen Thales, produziert und wir kannten uns seitdem, ich hatte meine eigene Firma mit Herrn Junkersdorf aufgemacht und der kam mit dem Vorschlag, die Blechtrommel, deren Rechte er schon seit längerer Zeit, mindestens 10 oder mehr Jahre, erworben hatte. Und ich habe wie alle anderen das gelesen und gesagt, das ist also schon mal angefangen mit dieser Hauptfigur, ein Kind, ein Dreijähriges, das nicht wachsen will, aber andererseits eben doch den ganzen Film über agiert wie ein Zwerg und Liebesverhältnisse hat und
Das ist ja eine Hirngeburt. Es ist eine Kopfgeburt. Das kann man ja im Film nicht zeigen. Wer soll das sein? Soll das ein Kind sein oder soll das ein Zirkuszwerg sein? Oder wie kann man das darstellen? Auf dem Papier, das ist wie der Däumling. Ja, jedes Kind kann sich den Däumling vorstellen, wenn ihm jemand das Märchen vorliest. Aber wenn man den Däumling verfilmen sollte, wäre es schwer, die richtige Besetzung zu finden. Ja, und das war eigentlich die Hauptsache. Das andere war der riesige Bogen, denn der Roman geht ja auch noch bis zur Zeit, bis in die 50er Jahre zum Wirtschaftswunder. Nun gut, wie man weiß, wir haben ihn gemacht, wir haben uns dazu überreden lassen, überzeugen lassen, weil natürlich die Herausforderung ist so groß. Das ist natürlich gerade die Tatsache, dass viele andere das abgelehnt haben und gesagt haben, das kann man nicht machen. Und ich selbst erst ehrlich geglaubt habe, monatelang, das kann man nicht machen. Ja, dann geht halt nachts ein kleiner böser Mann im Ohr rum und sagt, ja, warum denn nicht? Und warum kann man es nicht machen? Und dann müssen wir ja mal versuchen. Und das kann man doch. Also auf einmal ist wie so die Eiger Nordwand. Die kann man nicht ersteigen, ja, aber man könnte es ja mal versuchen. Das ist diese Herausforderung, die einfach groß ist. Und die Begegnung mit Günter Grass, das hat die Herausforderung noch vergrößert. Denn der war nicht gerade so jemand, ja, ermutigend wäre jetzt das falsche Wort, nein, wo man sagt, oh, das wird ja lustig, das jetzt mit dem zu machen. Ja, also mit Heinrich Böll hatten wir ja gerade die verlorene Ehre der Katharina Blum gemacht. Da ist nach dem ersten Gespräch und einen Kaffee trinken, man sagte, ja, das mache ich mit dem. Und der wird mich auch davor hüten, dass ich was falsch mache. Das ist so ein wunderbarer Mensch und ein wunderbarer Kopf. Und auch mit Max Frisch beim Homo Faber war so dieses Verhältnis da. Mit Grass war das natürlich doch zunächst mal ein sehr großer Abstand. Und weil er auch als selbstbildender Künstler und Zeichner und Maler so genaue Vorstellungen hatte, wie das alles sein müsste, wo ich wusste, es geht ja im Film überhaupt nicht, da führt ja überhaupt gar keinen Weg hin. Ja. Also, aber gerade dann zu sagen, ja, aber wenigstens ist es ein Mann, der eine Vorstellung hat, und das wird, ja, das wird eine interessante Auseinandersetzung werden. Also auch da wieder die Schwierigkeit war im Grunde die Herausforderung, die ich angenommen hat und die mich dann gereizt hat, weil ich auch das Gefühl hatte, da kannst du dran wachsen, wenn du dich mit dem auseinandersetzt. Das wird nicht belanglos werden. Und so war es dann auch. Und später sind wir dann Freunde geworden. Und dann sind wir belohnt worden, dass wir plötzlich auf dem Umweg über Heinz Bennent, einen wunderbaren Schauspieler, der in der Katharina Blum mitgespielt hatte, von seinem Sohn, der David heißt und kleinwüchsig war, erfahren haben. Und von dem Moment ab, wo ich den David getroffen hatte und einen Nachmittag mit ihm auf dem Oktoberfest verbracht habe, ihn fotografiert hat, war vollkommen klar, ja, jetzt wird die ganze Sache real. Und das war es dann. Das war wirklich der Durchbruch. Auch die Blechtrommel spielt ja in der NS-Zeit. Sie haben ja mittlerweile sehr viele Filme, die in der NS-Zeit spielen, gemacht. Ich meine, das ist eigentlich eine doofe Frage, jetzt zu fragen, was beschäftigt Sie in dieser Zeit? Aber ich finde, dass das schon ein durchgehendes Moment in Ihrem Werk ist, bis hin zu Ihrem letzten Film, den ich übrigens sehr gut fand, Das Meer am Morgen, den habe ich auch im Festival gesehen. Also was treibt Sie um mit der NS-Zeit? Sie lässt einen nicht los. Jetzt mache ich noch einen. Ich habe mir geschworen, der letzte war wirklich der letzte noch dazu, weil er gut war. Da soll man ja aufhören. Und da kommt ein Angebot aus Frankreich, ja, hier ein deutscher General in Paris und so weiter. Eine unglaublich spannende Geschichte mit guten Schauspielern. Jetzt mache ich es doch wieder. Ja. Ich habe mir geschworen, nie wieder. Ich habe vor allen Dingen meiner Tochter geschworen, die ist 21, nie wieder. Ja.
Es ist eben nicht nur, dass es unsere Generation ist, also in meinem Fall kann ich sagen, meine Generation ist, aber es sind eben in dieser kurzen Zeit von 12 Jahren so viele, so unglaubliche Situationen entstanden, in denen Menschen sich entweder so großartig oder so schäbig verhalten haben, dass man daraus ja wie aus dem Alten Testament für den Rest des Geschichtenerzählens schöpfen könnte. Also jedenfalls, da kommt nochmal wieder einer. Aber das ist dann der Letzte. Dann kommt eine sentimentale Komödie, die heute spielt in New York. Sind wir auch gespannt. Vielleicht noch was zum Director's Cut, den wir ja jetzt sehen. Die ursprüngliche Schnittfassung habe ich mal gelesen von der Blechtrommel, war ja 3,5 Stunden lang. Dann wurde das auf, glaube ich, 140 Minuten geschnitten und wir sind jetzt bei 150. Deswegen die Frage, wieso der Director's Cut und vielleicht was ist da jetzt neu im Unterschied zur alten Fassung, die ja viele hier im Raum vielleicht kennen? Ja, nein, das ist, sagen wir mal, die Fassung, die dem Drehbuch entspricht, was wir geschrieben hatten, was ja lange, lange Arbeit war, übrigens viel und da schon tolle Beiträge von Günter Grass, wo man dachte, er hat das alles geschrieben, er fand wunderbare Sachen dazu. Und dieses Drehbuch nach einem langen Prozess entstanden, haben wir gefilmt und das haben wir auch, dann gab es auch den Schnitt davon und das dauerte, glaube ich, irgendwas 2 Stunden 40 oder 45 Minuten, etwa so, wie Sie es jetzt hier sehen würden. Der Filmverleih und die Kinobesitzer und so weiter, die abends damals noch 2 Vorstellungen um 8 und um 10.30 Uhr oder sowas spielten, sagte, 2 Stunden 15 ist die Grenze. Also mussten wir aus diesem Film ein paar wirklich wichtige Sachen rausschneiden, was zum Beispiel Mario Adorf mir nie verziehen hatte, weil eine seiner wichtigsten Szenen, wo nämlich dieser Mitläufer plötzlich sagt, bis hierhin und nicht weiter, und als sein Kind ihm weggenommen werden soll zur Euthanasie, sie plötzlich sozusagen zum Widerständler wird. Und solche also wirklich wichtigen Episoden haben gefehlt. Und als der Film dann eben die Palme und den Oscar hatte, habe ich zu den Produzenten gesagt, naja, also jetzt können wir doch das reintun und wirklich den kompletten Film zeigen, denn jetzt muss man sich ja nicht mehr keine Angst mehr haben, dass niemand ins Kino kommt. Und da haben sie gesagt, bist du verrückt, bist du denn wahnsinnig, du kannst doch jetzt nicht einen anderen Film daraus machen und allen denen, die ich dir in Oscar und so weiter sagen, April, April, ihr habt den falschen Film prämiert. Der eigentliche Film, der kommt jetzt erst, nicht kein Wort darüber sagen. Und so ist es gewesen. 25 Jahre lang haben wir nicht darüber gesprochen. Und als jetzt vor ein paar Jahren die Kopierwerke schließen und das ganze fotochemische Filmmaterial und so weiter wird ja entsorgt, da wurde ich dann gefragt, wir haben noch hier die ganzen Originalbüchsen negativ der Blechtrommel liegen, können wir das entsorgen? Und da habe ich gesagt, halt, na, jetzt ist der Moment. Und so ist eben dann der Film entstanden oder wieder erstanden, wie er ursprünglich mal gedacht war und gedreht und geschnitten war. Also es ist nicht so die Art, wo der Regisseur sich jetzt noch zum, ja, da war doch noch so viel schönes Material, warum zeigen wir das nicht auch? Nee, das ist schon der Film so, wie er eigentlich von Anfang an vorgesehen war. Gut, ich wäre jetzt durch, also nein, jetzt habe ich schon wieder gelogen. Glauben Sie mir sowieso kein Wort. Aber es gibt eine eigenartige Sache, da hat der Drehbuchautor, mit dem ich das geschrieben habe, Jean-Claude Carrière, mich darauf aufmerksam gemacht. Der Film erzählt ja eben diese Zeitspanne aus Oscars Leben. Es ist aber so, Oscar wird geboren, als die NSDAP sozusagen geboren wird. Er kommt in die Volksschule, als Hitler die Macht ergreift. Er
ist in Danzig in der Post mit seinem Onkel, als der erste Schuss des Zweiten Weltkriegs fällt. Er ist in Paris, kurz nachdem Hitler unter dem Eiffelturm eingezogen ist. Er ist in der Normandie am Tag, bevor die Alliierten landen. Er ist zurück in Danzig, als die Rote Armee dort einmarschiert. Das heißt also, das eigentlich, was das Leben Oskars ist, wird überschneidet sich mit dem Bogen Entstehung, Aufstieg, Höhepunkt und Fall der Nazis. Das ist mir nicht mal beim Lesen des Romans so aufgefallen. Und um diese, nun ist der Zweite Weltkrieg sehr, sehr lange her inzwischen, und junge Leute wie meine Tochter wissen nicht mehr, welches die Schlüsselereignisse gewesen sind. Und deshalb habe ich jetzt in den Schnitt, und das war im Drehbuch nicht vorgesehen, Wochenschauaufnahmen eingeblendet, um diese Schnittpunkte zu markieren. Das ist also neu. Okay. Gibt es denn noch Fragen von Ihnen an Herrn Schlöndorff? Nochmal herzlichen Glückwunsch. Es ist ja nicht zu spät für gute Wünsche und alles Gute weiterhin. Jetzt wüsste ich gerne, der Tod des Handlungsreisenden fand ich grandios. Wie sehen Sie den im Vergleich zur Blechtrommel und inwieweit hat der Oscar die Karriere von dem David Bennett beeinflusst? Würde ich auch gerne mal wissen. Ja, Tod des Handlungsreisenden und Blechtrommel, Äpfel und Birne, ja, das kann man nicht vergleichen. Das sind ganz verschiedene Genres, ganz verschiedene Filme, aber komischerweise die Arbeit des Regisseurs ist genau dieselbe. Und ich habe oft, als ich hier The Taming of Dustin Hoffman, also mit dem Dustin Hoffman, die Arbeit zwischen Regisseur und Schauspieler war manchmal nicht ganz unähnlich der Arbeit mit dem David Bennett. Dieven, ja, sehr schwierig, und die man aber sich zu Komplizen machen muss und die dann einfach so viel besser sind als alle anderen, ja, dass man, also kann man nicht vergleichen. David Bennett ist ja, da war damals 12 Jahre alt, hat dann eine Schulzeit noch absolviert, ist dann gewachsen, ist heute nicht viel kleiner als ich, und hat 20 Jahre lang Theater gespielt in Paris in der Truppe von Peter Brook, und ist zurzeit dann am Berliner Ensemble. Also der ist einfach wie alle in seiner Familie Schauspieler geworden und geblieben. Immer mit der Belastung natürlich schon, also er hat es als Belastung empfunden, dass alle Leute in ihm immer noch dieses Kind sehen. Und er ist jetzt 42, ja. Er würde auch nicht für eine Fortsetzung bereitstehen. Habe ich irgendwo auch gelesen, ja, der Vorbereitung dieses Gesprächs. War damals mal, nein, inzwischen war, ist egal. Sie also, ja, nein, er ist auch nicht unglücklich, ja. Aber es ist wirklich eine Belastung, natürlich, weil sein Gesicht und seine Augen und seine Stimme, ich habe vor 5 Jahren mit ihm einen Film gemacht in Kasachstan. Uljan. Und der ist einfach unverkennbar, ja. Also der kommt von diesem Bild nicht los. Gibt es noch eine weitere Frage? Wenn nicht, würde ich sagen, uns stehen ja noch 2,5 Stunden bevor. Dann bedanke ich mich, lieber Volker Schlöndorff. Besten Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie hier waren. Schön, dass Sie hier waren und sind. Entschuldigung, dass Sie noch hier bleiben bis zum Schluss des Films. Und tschüss. Besten Dank. Vielen Dank.